Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu 7 Days to Die mit der alten Uschi. Was? Hä? Was machst du denn? Hä? Was hat der denn drauf? Der kann ja fliegen. Durch die Wände. Was ist denn das für ein Cheat? Das ist kein Cheat, dieser Creative Mode. Es gibt einen Creative Mode? Wie macht man das denn? Ja, den muss man extra eine Datei runterladen und da kann man halt tun und machen, was man will. Und das sogar online. Du bist ja eine Wurst, ey. Ja, das brauche ich später mal. Denn ich habe vieles vor mit dir. Und ja, man sieht es ja schon. Du weißt, Frauen schlägt man nicht. Ich bin jetzt nämlich eine Frau. Frauen schlägt man nicht, ey! Oh! Sammel auf. Voll in den Bauch gebohrt. Jetzt gibt's Rache, ey, Digga. Oh, ich will meine Sachen aber wieder haben. Die kriegst du schon. So, die Bugmodus. Warum habe ich eigentlich immer noch den scheiß Respawn-Punkt hier oben? Ich will den unten haben. Ja, da musst du den weißen oder den grünen bei mir ist. Ich weiß nicht, wie der rum das ist. Jedenfalls, meine Freunde, da habe ich vieles vor. Ich suizidisiere mich einfach so lange, bis ich jetzt merke, bei welchem ich richtig bin. Ja, ich denke mal, der andere, also der grüne müsste das sein. Ich weiß, ich habe jetzt den weißen mal angeklickt. Mal gucken, ob ich hier oben spawne. Ja, okay, dann den grünen. Ja, stirb nicht! Frosch im Hals. Nein, Frosch im Hals, das ist so blöd. Ja. Und zwar habe ich vieles vor. Ein Frosch. Frosch, ja, Frosch. Ja. Ihr habt ja sicherlich meine Schnauze jetzt. ihr habt ja sicherlich die Festung gesehen bei mir. Wenn noch nicht, hier, nimm doch deine Sachen auf. Und hier. Boah. Und hier. Und hier. Der Auger ist neben dir noch. Hier. Ihr habt sicherlich meine Festung gesehen. Ja, noch nicht. Einfach mal vorbeiklicken. Weiß ja schon, was geplant. Boah, Alter. Mein Wasser. Wasser? Du hattest noch Wasser? Ich hatte noch Wasser. Du hattest noch Wasser? Ich hatte noch Wasser. Hier. Oh, dein Zelda-Wasser. Dankeschön. Hast du? Ja, danke. Ja, gut. Da weiß ja, dass die Festung ziemlich geil aussieht. Hoffe ich mal. So. Und es ist später auch mal geplant, wenn die Festung... Ich mag das nicht, wenn du auf mich zielst. Und zwar, machen wir das später mal so, wenn die Festung steht, haben wir ja den Server auf 8 Personen, ja? Und da können wir das mal so machen, dass wir 4 gegen 4 machen, ja? Hm. Und das bedeutet, dass Luna zum Beispiel ein Team hat, also Luna und 3 Leute und ich und 3 Leute. Und das Dave das und Team halt Luna, so, ja. Genau so. Aber wir sind dann nicht in Skype drin, also beziehungsweise in TS oder wo auch immer, sondern ich unterhalte mich mit meinem Team und Luna unterhält sich mit seinem Team, ja? Damit die Spannung da ist. Könnten wir auf dem TS spielen, weil da haben wir 2 Server für Aufnahme, also 2 Räume. Passt. Aufnahme 1, Aufnahme 2, passt, perfekt. Passt. Da kann man das so machen. Mhm. Und da können wir das so machen, dass zum Beispiel Lunas Team zum Beispiel die Festung halten muss, während wir, also Team Dave, die Festung übernehmen muss oder umgedreht. Das klingt doch nach was. Ja. Und dass wir uns halt nicht sprechen können oder unterhalten können, sondern dass wir halt untereinander sind. Das stehen die ganze Zeit rum, die Zeit können wir doch mal wenigstens ein bisschen arbeiten oder sowas. Stimmt auch wieder, ja. Das ist vielleicht so ein Plan gedacht. Das ist eine nette Idee auf jeden Fall. Das ist eine wirklich nette Idee, wirklich. Also. Ja, dass wir dann sagen, okay, ich muss jetzt angreifen. Da kann ich nämlich richtig fies sein und zum Beispiel irgendwie Racking Nerve auspacken oder irgendwie sowas. Mhm. Die Türme zerschroten oder irgendwie sowas. Ich mache da vorher Backup und das halt. Wird aber spannend. Weil ich nicht weiß, was Luna-Teams machen. Beziehungsweise Luna weiß nicht, was ich mache. Mhm. Das ist richtig spannend. Das ist vielleicht der Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass ich aus 7 Days to Die einen kleinen... Mann, hast du einen Knackarsch drin, ey. Alter, was ist mit dir los? Alter, ja, guck doch mal den Arsch. Achso, nee, den kann ich ja nicht. Ich hab ja männlich. Bin männlich. Alter. Nein. Und zwar ist noch geplant, 7 Days to Die einen Indie-Horror-Game draus zu machen. Und zwar, geh hoch. Ich weiß nicht, kommt der? Ich weiß es nicht. Oh. Alter, du machst mir gerade voll Angst, ey. Jetzt bin ich mal dran. Nein! Oh fuck, ich hau ab. Warum? Es sind doch so viele Zombies da? Sehr, sehr viele und die kommen jetzt alle runter. Viel Spaß, du wirst das machen. Jedenfalls werde ich daraus noch ein Indie-Horror-Spiel machen, denn ihr habt es ja schon gesehen, ich werde ja diesen Debug-Modus aktivieren.
Und damit kann ich durch Wände. Und wenn der später läuft mit dieser Scheiße, demoliert die ganze Wohnung. Und zwar werde ich das dann auch noch so machen, dass ich halt so kleine Jumpscares einbaue. Dass dann Luna halt zum Beispiel kommt mit einer Fackel oder da kommt ein Fetzer runter, scheiße. Okay, der Taschenlampe irgendwie durch die Gänge laufen muss oder irgendwie sowas. Das ist auch keine Munition! So, du hast doch Munition. Ja, aber ich muss erstmal nachladen. So, jetzt haben wir es. Was tut denn? Im Keller. Fuck! Was machst du? Dave! Stirb nicht! Fuck! Die schlagen mich! Ich stehe nicht drauf! Übrigens ist mir aufgefallen, als Frau, wenn du eine Waffe in der Hand hast und stehst und dann Steuerung drückst, dann siehst du, wenn du dich hinhockst, auch aus der Ego-Perspektive. Ja? Das siehst du direkt den Unterschied. Geh mal. Oh, oh! Aber hier unten ist es zu hell, hier rennen können sie wenigstens nicht rennen. Dank des Lagerfeuers hast du gut gemacht, Dave. Ja, das war geplant. Das muss so sein. Ah, da sind so viele Zombies. Ja, was ist das denn? Was? Die hängt da wie so eine Spinne. Ist die tot? Die ist tot, ja. Hoffe ich mal. Nein, Dave, nein, lass mich. Ich wollte. Ja, ich kann doch nicht. Hilfe, lass mich. Nein, mach das nicht. Fuck. Schnell in den Keller runter. Ich hab keine Lust. Jetzt geht doch schon mal gut los. Wie kommen die eigentlich alle hier rein? Sag mal. Na, es ist halt so. Die spawnen halt, wenn wir starten. Sind wir schon wieder Tag 1, weißt du? Das ist halt der Fehler. Da fragen immer noch einige Leute nach. Obwohl wir es im letzten Part gesagt haben, Tag 1 ist der Bug, dass, weil der Server immer wieder neu gestartet wird, dass er sich auf Tag 1 zurücksetzt. Richtig, richtig. Ich weiß nicht, ob ich das ändern könnte auf Tag 2, Tag 3, aber das ist auch Quatsch, weil der Tag interessiert einen nicht. Doch, weil wir haben nur 7 Tage, dann sterben wir alle. Nein, das 7 Days to Die ist anders gemeint. Wieso? Weil 7 Days to Die sind die Tage, die die Leute gebraucht haben. Zur Infektion brauchen sie Inkubationszeit. Ja. Quasi, ach so, weil bei anderen Zombie-Filmen ist immer so, dass ein Tag ist oder zwei oder drei. Hier sind es wirklich 7 Tage. Also ich sehe auf jeden Fall aus der Ego-Perspektive, wenn ich mich hinhocke, jetzt hocke ich, jetzt stehe ich. Du siehst das nicht, oder? Das sehen nur die Weiblichen. Deswegen würde ich dir empfehlen, auch eine Frau zu nehmen. Bitchfight. Ja, dann können wir uns wieder gegenseitig die Haare ausruppen oder uns die Schminke durchs Gesicht schmieren. Stehe ich da voll drauf. So, was machen wir jetzt eigentlich? Weil es ist gleich 16 Uhr. Ich würde sagen... Wir haben eigentlich genügend Stein. Ich würde sagen... Hast du schon mal dieses Haus angeschaut? Es wird immer demolierter. Los, Dave, komm. Was? Ich biete mich dir an. Ich schmeiß gleich alles weg hier. So wuschig werde ich. Oh, komm her. Du kannst doch dich vor dich knien. Das ist auf der Couch. Auf der Couch hier so, weißt du, so Oberkörper auf die Couch und Unterkörper hängt runter und dann guckst du von hinten wie so ein Affe. Okay. Mann, ist das scheiße. Oh Mann. So. Will ich schon Porno von. Naja, egal. Ich hab keine Munition mehr. Okay, ich lad mal nach. Ich pack mal den ganzen Stein hier ein. Genau, wir wollen jetzt irgendwo doch schnell hingehen, wa? Wollten wir das? Ja, lass uns mal irgendwo hinrennen jetzt noch auf die kurze Zeit. Hoppala. Hoppala hoch? Hoppala hoch! Ja, ich weiß nicht, wo wollen wir denn hin? Ich würde sagen... Unten links waren wir noch nicht ganz... Kirtland, da wo Essig steht, bei dem Stern, da ist noch ein Haus, da waren wir noch nicht. Und da in der Mitte ist ein ganz kleines Haus, vielleicht ist da ja noch was Schönes. Du weißt aber schon, dass bald Schicht im Schacht ist. Ja. Ansonsten, Spillway Lake, haben wir da schon alles abgesucht, ne? Beim Spillway Lake, die Häuser haben wir schon komplett durch. Ich glaube, ja. Dann haben wir vielleicht beim Irena Boulevard da hinten. Ganz links, da sind noch 4-5 Häuser. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Da wollte ich doch hin, genau. Genau, da wurde die abwechselnd, nee, also wie so ein M. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind einfach die Straße runtergelaufen und durch, vorbei und dann zum X. Ich glaube, da waren wir nicht. Wir waren doch oben bei Coronado. Corona, Coronado. Lecker. Billiges Scheißbier. Coronado, bla. So. Und dann habe ich ja gesagt, nee, wir gehen die Straße runter bei der Brücke, die wir demoliert haben. Die Brücke hält uns nicht aus. Ja? Guck mal hinter dich. Gesagt, bei der nächsten Kreuzung rechts. Guck mal hinter dich, wie geil das aussieht. Was? Voller Abspasten. So. Gut. Gut,
Gehen wir dabei. Guck, es ist langsam schon zu spät. Ich glaube, wir minen lieber wieder eine Runde. Ich würde auch sagen, wir minen das morgen, dann machen wir das am nächsten Tag. Mach ich mal ganz. Was, wie erwischt die Sau, ey? Voll in den Rücken geschlagen. Aber vor allem. Macht die Sounds? Aua! Hey, nee, ja! Macht keine Sounds. Aua! Ich wollte das nicht. Die macht Sounds. Also bei mir macht die ganze Zeit. Oh, oh. Nee, bei mir nicht. Ich höre das nicht. Wow. Mann, no! Boah, ich bin Opfer verletzt wegen dir, aber egal. Du hast mein Herz gebrochen, als du bei ihr warst. Geht das Gesinge wieder los? Ja, natürlich. Ich singe gleich Terra Titanic hier. Was war das denn für ein Lied nochmal? Mit Peter Schilling. Peter Schilling, stimmt, der hat doch auch völlig losgelöst. Da haben wir letztens, das war Major Tom. Sonntag war das, glaube ich, haben wir gerätselt, wie der nochmal hieß. Der Sänger von Major Tom, ja. Das war Peter Schilling. Ja, ey, guck mal, Dave, danke, du hast meiner Familie jetzt auf jeden Fall schon mal eine Last abgenommen, und zwar den Gedanken, wie hieß dieser Sänger? Bitteschön, bitteschön. Dankeschön. Subi. Das war Peter Schilling. Nein, jetzt hab ich verbummelt. Du verbummelst immer was. Ja. Verbimmel, bammel, bummel. So. Bimmel, bammel, bummel. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Also hier kommt ja das Klo rein. Da kommt das Klo rein, ja, wenn wir irgendwie abbauen können. Ja, da fange ich hier schon mal an, irgendwie das Klo. Nein, nicht das Klo. Sonst machst du einfach nur ein Plumpsklo erstmal, dass wir unten ein Loch haben zum Reinscheißen. So ja, wie bei mir zu Hause, mehr habe ich auch nicht. Ich habe ein Loch im Boden. Da geht's da direkt runter zum Nachbarn. Oh. In sein Loch, wenn ich Glück habe, treffe ich genau durch bis zum ganz unten. Ansonsten hat derjenige irgendwie auf der vorletzten Stufe ein übelstes Kladderadatsch für den Nachbarn davor. Richtig so. Eklig. Gott sei Dank wohne ich nicht im ersten, sondern im fünften. Also da muss ich mir nicht so viel Gedanken machen. Stimmt, das ist nämlich. Das ist praktisch, ja. Ich dachte, du kackst da irgendwie so ein Loch rein und der Nachbar oder beziehungsweise der Untermieter bekommt das dann direkt frisch auf den Teller. Wenn er möchte, kann er natürlich einen Teller vor die Toilette legen, also vor das Loch. Da kann er es direkt quasi auffangen. Also wenn er so einen Fetisch hat, das, ja. Boah, ich weiß nicht, aber irgendwie wird mir jetzt gerade schlecht. Ich finde das eigentlich ganz geil so. Was? Oh. Oui, oui. Wie eklig ist das denn? Nein, das ist ganz normal, das machen alle. Hat mir mein Papa zumindest immer gesagt. Nein. Ich kenne diese Person nicht. Ich auch nicht. Wo habe ich denn Holz? Wer bin ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Wo bist du jetzt? Ach, guck mal hier, das Klo. Oh, guck mal hier. Ui, ui. Hey! Hier kommt Johnny! Oh, nein! Wer? Nein! Sieht man überhaupt schwingen? Man sieht schwingen, wa? Ja. Ja, man sieht's. Hä? Achso, da ist eine Fackel gewesen. Bist du? Frauen! Schnell weg! Oh! Zwei doofe ein Gedanke, lol, saß los! Du hast mich aber auch erwischt! Oh, wie geil, ey! Scheiße! Ich hab doch eine Pistole und du? Ich hab Schrotflinte! Vor allem bist du noch im Creative-Mode, du kannst ja voll schummeln! Nein, bin ich nicht. Mehr? Mhm. Also, jetzt war ich unverwundbar. Ah, okay. Das ist das Gute daran, ja. Und jetzt war ja Cheaterei! So. Nein! Jetzt mach ich hier zu. Und ich mach hier weiter. Weil Badewanne weiß ich jetzt noch nicht, ob ich so irgendwie, wie ich da eine machen könnte. Eine Badewanne? Eine Badewanne, ja. Hey Dave. Weil ich weiß jetzt noch nicht. Hä? Komm doch mal raus. Es gefällt mir jetzt gerade irgendwie ganz und gar nicht. Ich hab eine Überraschung für dich. Alter! Oh. So, musste mal sein. Sorry. Hier noch steht jetzt nicht einfach nur Luft auflöst. Okay. Okay, Luna? Ich werfe dir deine Sachen einfach vor die Füße. Okay. Okay. Okay, du willst es nicht anders haben. Okay. Akzeptiere ich auch. Was? Akzeptiere ich so. Ah, aha. Akzeptiere ich. Akzeptierst du, ja? Ja, akzeptiere ich.
Kann ich missgebracht. Ich nehme den Raketenwerfer auf. Oh, fuck. Kleine Missgeburt. Ich wollte dich gerade mit dem Gegenwerfer hochjagen. Schwein, ja, Drecksau. Nein, ich gehe. Tschüssi, Kowski. Alter. Alter. Scheiße, komm runter, ich bin tot. Sammel schnell alles auf. Recht. Okay, wir müssen nochmal alles reparieren. Sorry. Aber jetzt sind wir hoffentlich quitt. Obwohl, eigentlich habe ich... Ah! Scheiße. Am Arsch sind wir quitt. Du hast mein halbes Lager gesprengt. Scheiße. Du hast hier alles. Was? Alter, wie das hier aussieht. Guck das mal. Ja, wenigstens sind die Kisten noch ganz. Ja, zum Glück. Gib mir ein paar Steine und ich mach das wieder ganz. Ja, ich. Du gehst buddeln, ich repariere so lange, okay? Jo, Alter. Demoliert daher einfach mal alles, das ist so. Ja. Die ganzen Blöcke alle kaputt. Ist nicht so schlimm, die tauschen wir aus. Das ist. Ich brauch einen Eimer. Oh Mann. War das so? Was, wie, wo? Was? Nee, oder? Nee, die waren zu viel, nee, glaube ich. Die waren zu viel, ja, aber. Ja, gut. Ist egal, ist kannst du so. Guck mal, ist richtig schön, so einen schnicken Tunnel machen hier. Schnicken Tunnel, Tunnelblick. Guck mal, sieht doch schnicker aus. Wie war denn Leiter jetzt? Leiter. Genau. So. Gut. Magst du meine Sachen dann wiedergeben? Ich geb dir gar nichts mehr wieder. Ja, weiß ich nicht. Also hier Sniper-Gewehr hast du ja. Genau. Wasser und das. Ich weiß nicht, was hattest du? Ach, eine Pistole. Pistole, genau. Und den Rest eigentlich, den hatte ich drin, genau. Wo ist denn die Pistole hin? Die hab ich dir gerade gegeben. Ich hab die nicht aufgesammelt. Doch. Die ist durch den Boden gefallen. Ja, gut, wir haben genug Pistolen. Ja, gut. Da will ich jetzt mal nicht drum heulen oder irgendwie sowas. Was wollte ich denn jetzt? Ach genau, ich wollte... Ja, bring und mich Fackeln. Fackeln hatte ich auch ein paar noch. So denn knapp ich brauche, 50 Stück oder sowas. Oder 10 oder sowas in der Art. Was, Fackeln? Ja, irgendwie so ein paar auf jeden Fall. So, Bucket. Da haben wir ihn. So. Mach schon mal erstmal einen Bucket. Sieht doch nach was aus. Guck mal, ist ja richtig hübsch geworden hier. Ist richtig, ja, hier. Moment. Oh, ich bin auf Facebook online, wie ich merke. Kading. So, wo machen wir eigentlich die Badewanne hin? Hast du denn eine Badewanne jetzt? Ich mach da einfach so ein paar Steinblöcke hin und das war's dann. So, Pistole, Fackeln, alles super. Die Sniper nehme ich hier nach oben. Okay, das müsste reichen. Würde ich sagen, hier so in die Ecke? Ja, ich komme mal kurz. Lassen? Ja, würde ich sagen, wa? Also, dass ich hier so, zack, eins. So Badewanne raus, und dann hier in der Ecke so das Scheiß aus, dass man hier so kacken kann und dann da direkt in die Badewanne, falls man brechen muss, direkt rüber springt einfach nur. Ja, alles. Du denkst ja wieder an das eine bloß? Natürlich. Wenn ich wieder nachts bis auf nach Hause komme, Schatz, dann musst du mir den Zopf halten, sonst fällt der ins Klo. Ich kann dir mal ganz was anderes halten. Meine Brüste? Klar. Was denkst du, wenn an das kalte Keramik kommt und du musst die warm halten, ja. Schatz. Ne? Stimmt, genau. Weil dann geht's dann. über was reden wir eigentlich hier? Über Brüste. Nein, sag bloß. Über meine Brüste. Hast du so große? Ja, doch. Männerbrust. Also, F-Köpfchen. Jude, alte Männerbrust. Ein altes F-Köpfchen, Männerbrust habe ich auf jeden Fall. Oh. Doch so wenig. Ja. Oh, meine. Ach, Hack. Hack. Ich mach mal ein bisschen Eisen. Ich muss mal kurz nach Holz gucken. Ja, bestimmt doch eine Menge Holz. Sticks sind doch irgendwo drin, ja, dann musst du mal. Ein bisschen Tüdelü küken. Nick. Nein! Pistolas. Waffen, noch mehr Waffen. Ach du Scheiße, wie viele Waffen wir haben. Wir haben zu viel. Ja, ich würde sagen, ein bisschen, genau. Das hier hin? Nein. Wood Planks? Nee, aus Wood Planks macht man nichts, oder? Aus Wooden Planks? Da kannst du auch Sticks draus machen. Ich kann auch Log Cabin Wood machen, aha. Hüttenholz. Wenn man zwei Holzstapel übereinander legt.
Geht auch. So, Badewanne ist fertig. Coal, Bucket, Rusty Metal Door, Lock, Cabin Wood. Also jetzt war nicht so planks, gut, aber... Steinstairs, Forging Metal, Trunk, Birch Tip. Okay, was ist das denn? Aus Woodplanks macht man dann die, die Holzstäbe und sowas für die Axt, für die Hacke. Richtig. Okay. Das wird irgendwie jetzt nicht so, wie ich will. Eine Menge Woodplanks auf jeden Fall jetzt über. Das wird jetzt nicht so, wie ich will. Das, dieser Stein, das, ja, das ist noch ein bisschen blöd gemacht. Das war so ein bisschen ungewollt. Huch. Ungewollt verformt. Hä? Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Was wie, hä? Ach so, da, Moment. So. Nee, ich kann nur einen Pole machen. Wie kann ich denn den Stab jetzt herstellen? Nochmal in die Mitte. Einfach nur in die Mitte. Einfach in die Mitte, bis es dick dran steht. Das ist aber Plywood jetzt. Ist das richtig? Nochmal in die Mitte. Ah, okay. Verrückt. Das ist genial, wa? Der schlägt die begeistert. Ja, auf jeden Fall. Wooden Club Bucket, Rusty Metal Door, Gardening Hoe. Was? Was ist das denn? Genau, das brauche ich auch noch. Das ist meine Sense. Da kann man eine Sense draus machen oder so eine Hacke, so eine. Ja, so eine Spitzhacke, das brauche ich. Spitzhacke, das sag ich schon. So eine Harke für den Garten. Das ist ja Knuffel, du. Weil das brauche ich dann, dass wir dann pflanzen können und fortpflanzen. Ich mache mir meine Axt auf jeden Fall und eine Pickaxe, beziehungsweise Pickaxe mache ich mir gleich zwei. Das passt da super, wie die Faust auf den Arsch. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keinen Plan. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, schau mal, jedenfalls, Badewanne. Sieht ein bisschen ulkig aus, weil ich habe keine Stühle. Also jetzt würde ich irgendwie einen draufsetzen. Also. ja, das klingt auf jeden Fall hervorragend. Einen richtig ordentlichen draufsetzen, ja. Wie sieht das hier aus? Hier ist alles zerstört und demoliert und. Hast du nicht gesehen? Ich stehe geil. Da Luna hat alles Saftzeug, da macht ja alles kaputt. Ist noch kein PvP. Hä, was ist denn hier los? Irgendwie habe ich gerade verkackt. Was machst du denn? Ich hab irgendwie zig Trilliarden Stacks von Sticks, aber irgendwie wollen die sich nicht stapeln lassen. Ja, weil du plus 64 machen kannst. Ja, ich habe aber komischerweise einen Stickstapel von 312. Das ist ja das Kuriose. Ja, das ist, wenn du beim Herstellen ein bisschen mehr machst, dann bleibt das so. So viele Sticks brauche ich nicht. Ich pack die mal einfach alle in die Kisten. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Kisten, ey. So viel Scheiße, wie wir hier aufheben. So, da so siehst sie. Ja, das wird genial. So. So, dann würde ich sagen, Spitzhacke hier hin, die andere so als Ersatz da und dann haben wir doch hier alles soweit. Super, wa? Steine nicht so doof aussehen. Richtig geil, ey. Richtig geil, du. Würde ich sagen, machen wir das so. Ich finde den Bohrer nämlich viel zu laut. Den kann man mal alleine benutzen, aber so zu zweit. Der Bohrer, wie gesagt, ist, ja, müssen die Leute entscheiden. Ich finde das so ein bisschen entspannter, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ja. Oh, sogar mit Wasser, wie hast du das da hinbekommen? Ja, mit einem Bucket, mit einem Eimer und dann einfach Wasserflasche oben drüber. So, und hier, Scheißhaus. Blitzer, ich habe eine Wasser. Hui, ich plansche. Juhu. Lass uns zusammen planschen, Schatz. Und immer hin und her, hoch und runter, hoch und runter. Warte. Muss ich mal umblenden, so. Blablablu. Das tut schon. Jetzt fress ich dich auch. Oh Gott. Ich komm nicht mehr raus. Ey, du bist zu dick. Hau nochmal ab, Mensch. Oh, ich komm nicht mehr. Oh, ey, du. Das ist das Klo? Das ist ein Kochtopf eigentlich, aber es ist Klo. Wie das auch so. So, jetzt kack du drauf auf den Top. Ich will dich auch mal im Kacken beobachten, mich schaut das an. Ja? Richtig rauspressen, ey. Oh mein Gott. Guck, ich bade dazu. Während du auf den Klo kackst, komm. Oh.
geil, oh, ist das geil. Ich glaube, ich masturbiere jetzt dazu. Ich komme nicht raus, so. Doch. Hier ist nicht feiert, ey. Oh, Scheiße. Ich hab zu viel Staub geschluckt. Ich geh dann mal. Alter. Achso, nein, ich wollte. Oh, ist aus. Ist leer. Aber der Benzin mal aus, war. Ja, ich hab noch ein bisschen Benzin. Ein bisschen. ich bin komplett verwirrt heute. Weißt du, dieser Knackarsch. Ich glaube, wir nehmen schon wieder viel zu lange auf. Echt, kann das sein? No, du hast doch einen Timer gestartet, oder nicht? Was denn jetzt? Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wie weit sind wir denn, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Jo, wir sind bestimmt schon wie bei 20, 30 Minuten. Also, bis dann, ja. Liebe Leute. Tschüssikowski, bla 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 bla. Aua! Aua! Aua, nein! 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 Warum ist da keine Tür mehr drin? Der Raketenwerfer wahrscheinlich. Na super. Nein. Oh! Sammel schnell den Scheiß auf, los. Ich hab doch nur Fake geschossen. Jetzt so, du kannst dir das Video angucken. Ich habe dir nichts getan. Natürlich, natürlich. Also Leute, wir sehen uns dann. Auf danach, bald wiedersehen. Tschüssikowski. Bla 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 bla.